Der Apostel Paulus schreibt den Menschen in Kolosse, wie sie sich verhalten sollen. Er gibt ihnen aber keinen moralischen Auftrag. Sondern er richtet sich an die Leute, die zu Christus gehören. Er verlangt von ihnen nichts Unmögliches. Sondern er macht ihnen ein Angebot. Er sagt ihnen nicht, ihr müsst euch erst verändern und dann. Sondern ihr seid die Auserwählten Christi. Ihr seid es jetzt schon. Und deswegen biete ich euch oder fordere ich euch auf, ein entsprechendes Verhalten zu zeigen. Irgendjemand? Irgendjemand hat mal gesagt, dieser Text sei der Kleiderschrank Gottes. Weil davon geschrieben wird, oder dass darin geschrieben wird, dass wir ganz bestimmte Dinge anziehen sollen, so wie wir unsere Kleidung anziehen. In Amerika, wenn Leute sich besonders schick angezogen haben, gibt es in Amerika einen Spruch. Du siehst aus wie ein Baptist am Sonntag. Ich kann mich an Gottesdienste in der International Baptist Church, in der Institutional Baptist Church in Phoenix, Arizona erinnern, eine schwarze Gemeinde, wo die Leute wirklich dermaßen schick angezogen waren. Die Frauen hatten Hüte wie die Queen von England. Und die Männer haben schicke Anzüge. Mit viel Gold an den Fingern. Und als ich das einige Male erlebt habe, ich erinnere mich noch an das erste Mal, habe ich diesen Spruch verstanden. Du siehst aus wie ein Baptist. Die Kleiderordnung heute in unseren Gottesdiensten hat sich verändert. Das ist auch wirklich gut so. Weil die teuren Klamotten, sagt ihr gewohnt, was ja, die teuren Klamotten machen es ja nicht. Sondern es ist das Herz, das unter der Klamotte steht. Es ist nicht die äußere Erscheinung, sondern es ist der innere Kern, der in einem Menschen steht. Trotzdem zieht man sich zu einer Hochzeit anders an, als wenn man zum Badeurlaub fährt. Aber es kommt auf das Innere an. Und um dieses Innere kümmert sich der Apostel Paulus hier bei den Leuten in der Gemeinde.
So wie ihr eure Kleidung anzieht, so zieht auch innerlich das an, was ich euch im Namen Gottes anbiete. Das erste ist herzliches Erbarmen. Herzliches Erbarmen. Compassion. Compassion. Erbarmen, was ist das denn? Da steht im Deutschen das Wort barmherzig, das Herz mit drin. Erbarme dich den Menschen, die schwächer sind als du, die hilfsbedürftiger sind als du, die in irgendeiner Art und Weise deine Zuwendung brauchen. Erbarmen rechnet nicht auf. Wie du mir, so ich dir. Sondern Erbarmen reicht dem Bruder, der Schwester die Hand. Und versucht Versöhnung. Eine nette Klamotte, schönes Hemd oder eine schöne Jacke. Aber es gibt noch ein anderes Kleidungsstück mehr, wobei man das wahrscheinlich mehr im Gesicht trägt. Das ist die Freundlichkeit. Das kann man nicht mit einem bösen Gesicht freundlich sein. Freundliche Menschen müssen auch so gucken wie freundliche Menschen. Freundliche Menschen gucken wie freundliche Menschen. Freundlichkeit heißt, ich lächle in einem Moment, wo irgendein anderer vielleicht böse mit mir ist. Im Straßenverkehr kann man das schön üben. Es gibt ja manchmal so Situationen, wo man und dann reicht ja manchmal nur ein Fingerzweig. Und so. Man kann aber auch lächeln und sagen, alles gut. Ich wohne in Berlin in einer Straße, da parken Rechtsautos. Und links kann man auch ebenso durchfahren. Und da passiert es immer wieder, dass von beiden Seiten gleichzeitig ein Auto kommt. Einer von den beiden muss jetzt ausweichen. Neulich habe ich eine Situation bei uns direkt in der Nachbarschaft erlebt. Da standen zwei Autos sich gegenüber und die Fahrer waren nicht bereit auszuweichen. Die haben gehupt, die haben geschimpft, die haben jeweils den anderen aufgefordert, gefälligst zurückzufahren. Und sie standen da, bewegten sich nicht. Mittlerweile hatten sich eine ganze Reihe Leute am Straßenrand versammelt und guckten dem Schauspiel zu. Irgendwann sagte ein älterer Mann zu einem dieser Fahrzeugführer: Einer, weil die Wir
Wollen Sie irgendwo hin? Dann gebe ich Ihnen jetzt einen Tipp. Fahren Sie zurück, dann kommen Sie vorwärts. Es war ein harter Kampf. Aber irgendwann wurde es, glaube ich, beiden zu peinlich, weil immer mehr Leute da standen. Freundlichkeit heißt auch, mal auf mein gutes Recht zu verzichten. Und dafür gibt es einen Grund. Ich möchte weiterkommen. Und wenn die Dinge aufeinander schlagen, kommen wir nicht weiter. Freundlichkeit ist das Lächeln in einem Moment, das einen Konflikt lösen kann. Und deswegen ist es eigentlich bei uns in der Straße so, dass wenn irgendeiner Platz macht, der andere ihm freundlich zuwinkt. Wenn einer Platz macht, der andere winkt dann und bedankt sich. Freundlichkeit macht Türen auf. Schafft Perspektiven. Freundlichkeit lässt dem anderen Menschen eine Chance. Und diese Wenintia, Unia, Freundlichkeit ist ein Gefühl der Stärke, nicht der Schwäche. Noch ein kleines Schritt ist die Demut. Im Deutschen kommt dieses Wort Demut vom Dienenmut, also ein Diener zu sein, der mutig ist, anderen zu dienen. Demut heißt, ich diene dir, obwohl ich nichts davon habe. Was Der Grund dafür ist, dass wir Menschen sind und der eine Mensch dem anderen zum Mitmenschen wird. Demut ist nicht traurig sein. Demut ist Stärke. Und diese Stärke ist die Stärke des Herzens. Und sie kommt daher, weil Gott mir gegenüber freundlich ist und barmherzig ist, kann ich andere Menschen gegenüber freundlich und barmherzig und demütig sein. Das ist das Modell, Es gibt noch das Wort Sanftmut. Menschlichkeit. Sanftmut. Okay, humane. Versuchen, das gehört eigentlich alles zusammen. Ich will auch nicht jedes Wort jetzt erklären. Das Letzte, was in dieser Reihe der Kleidungsstücke genannt wird, ist die Geduld. Seid ihr geduldig? Ja. Nein. Warum? Ich nicht. Echt? Glaube ich nicht. Nein. Am liebsten aber sofort. Also ich kann auch sagen, ich bin auch jetzt sehr geduldig, aber nicht so lange. Schon der
Psalm sagt, Geduld tut euch Not. Und Geduld ist eine Not, die ihr habt. Geduld ist eine Not? Ja, weil ihr nicht geduldig seid. Also Geduld tut euch Not heißt, Not, Geduld ist eigentlich notwendig, aber ihr seid so wenig geduldig. Ah, was ist ein Apotheken, ein Hunger, ein Apotheken, ist das ein Apotheken? Ihr seid wirklich alle geduldig. Ich habe sie gefunden, die geduldigste Gemeinde der Welt. Nochmal. Die geduldigste Gemeinde der Welt. Was ist, Du hast noch nicht gefunden. Doch, hier. Okay, was ist, Halleluja. Das liegt wahrscheinlich am Pastor. Was ist, ich nahm noch sofort. Aber jetzt muss er demütig sein. Das geht nicht. Das ist auch so vor, Bruno, was ich gesagt habe. Als ich euch vorhin so habe singen hören und den Pastor seine Begrüßung machen hören, habe ich gedacht, ganz schön laut. Es war ganz schön laut vorhin. Ah, was ich, sag mal, so vor Kassel, ich bin ein alter Mann, ich habe Hörgeräte. Ich habe sie abgeschaltet. Das hat nichts genützt, es war trotzdem laut. Ist alles okay. Du hast ja gesagt, ich bin Musiker, Rockmusiker, ich weiß, was du auch hast. Das ist auch ein Kassel, also deswegen glaube ich euch eure Geduld auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass ihr geduldig seid. Du glaubst nicht, dass wir geduldig sind? Ja. Wenn sie was sehen wollen, die diese, ihr arbeitet. Weil ich habe den Eindruck, ihr wollt was und ihr wollt es möglichst bald und möglichst schnell. Was ich nach mir sehe, ihr Baby, nein, ihr Penitente. Und als Pastor schon vorhin von der Geschichte erzählte, hatte ich den einen, der will noch mehr. Nochmal. Der will noch mehr. Was ist das, was du vor Kassandra, der will, dass die Gemeinde größer wird. Ob es auch so eine Moschee gesehen, seht ihr, ob du Jesus auf Kassandra, ob es so von dir, ob wir wie kann man auf Kassandra. Deswegen wünsche ich euch das von Herzen, dass ihr wachsen und mehr werdet. Halleluja. Aber wir brauchen dafür Geduld. Vor allem Geduld mit den Menschen. Manchmal denke ich, das Leben wäre einfacher, wenn alle Menschen so wären wie ich. Ja, da gäbe es keine Diskussion. Ich wüsste immer, was los ist. Ich wüsste immer, was los ist, immer was passiert. Ich wüsste, was alle anderen denken, weil ich es auch denke. Aber es wäre sehr langweilig. Boring. Das wäre sehr, sehr langweilig. Weil die Vielfalt, die Unterschiedlichkeit, die macht das Leben aus. So viel habe ich gar nicht gesagt. Ich habe von dem vorherigen Satz erklärt, dass das erklärt. Aber für diese Vielfalt und für dieses Wachstum brauchen wir alles das, was in diesem Text genannt wird. Erbarmen miteinander. Freundlichkeit zueinander. Demut, um anderen dienen zu können. Sanftmütig zu sein und nicht hart. Und Geduld
Weil Gott alles zu seiner Zeit macht. Trotzdem redet der Text auch davon, dass es Streit unter den Geschwistern geben kann. Habt ihr euch schon mal gestritten? Nein, aber zu Hause. Sanft in der Gemeinde, aber zu Hause. Wir streiten uns alle schon mal. Und ihr wärt die erste Gemeinde, in der sich nicht gestritten würde. Und daran erinnert uns der Text, dass wir mit im Streit miteinander so umgehen sollen, wie Gott in Christus mit uns umgegangen ist. Nämlich friedlich, freundlich, rücksichtsvoll. Rücksichtsvoll. Das gehört dann auch mit dazu, dass zum Beispiel ich als Präsident des Bundes immer wieder mit Situationen zu tun habe, wo es nicht so friedlich ist. Menschen schreiben böse Briefe oder Mails. Beschimpfen einen. Finden Wörter, die ich nicht aussprechen würde. Und uns sind einfach gemein und frech. Bei mir geht die Temperatur dann hoch. Ich weiß aber, wenn ich jetzt meine Wut rauslasse, wird es eskalieren. Ich mache das dann so, dass ich in mein Musikzimmer gehe. Ich an meine Keyboard setze oder mir eine Gitarre nehme. Den Verstärker des Hinten aufreiße. Zur Freude der Nachbarn eine Weile Musik mache. Und wenn ich mich dann beruhigt habe, dann schreibe ich einen Brief. Oder rufe an, ist noch besser. Christoph Stieber, den kennt ihr ja auch, der Generalsekretär. Christoph Stieber, hat gesagt, er hätte einen Online-Gottesdienst gemacht, aber ihr hättet alle eure Kameras ausgemacht. Und er hat gesagt, es wäre sehr merkwürdig gewesen, in so einen schwarzen Bildschirm reinzugehen. Christoph Lieber und ich, wir sind viel miteinander unterwegs. Und noch mehr miteinander im Gespräch. Und dann haben wir immer wieder Situationen, in denen wir uns in diesem Sinne verhalten müssen, nicht aufregen.
Ganz ruhig bleiben. Freundlich bleiben. Ausgewogen sein. Frieden verkünden. Die Menschen segnen. Aber wenn wir dann alleine sind, Ich sag's nicht. Aber da merkt man, da muss irgendwann die Luft raus. Na, what a war was it? Der Kampfhunde war so wie ich habe gerade nur mir eine Kamera. Und ich habe das Gefühl, das ist dann auch in Ordnung. Was ist das? Man kann nicht immer nur freundlich sein. Man erlebt es bei sich selbst auch ein, dass einem, in Deutschland sagt man, die Hutschnur platzt, dass einem der Kragen platzt. Aber dann ist es gut, dass es solche Texte gibt. Diese okay, Vers wie Vibramana. Die machen einen deutlich, auch du bist ein gefährdeter Mensch. Und auch wenn dein Gefühl gerade anders ist, sei barmherzig mit anderen, mit dir. Ja, aber er hat immer zuvor. So wie Gott dir gegenüber barmherzig war. Es gibt ein letztes kleines Stück. Das ist die Liebe. Das Band der Vollkommenheit, heißt es im Luthertext. Du machst aus einem kleinen Satz von mir eine Menge. Ja. Liebe ist das, die Offenheit anderen Menschen gegenüber. Liebe ist das, was alles möglich macht. Liebe trägt Hoffnung für andere Menschen und für sich selbst in sich. Liebe ist auch ein Gefühl. Und wenn ich tief in mir drin weiß, ich bin ein geliebter Mensch, kann ich auch andere Menschen lieben. Der Text geht noch ein bisschen weiter. Da wird davon, ist die Rede davon, dass der Friede Christi uns erfüllen soll. Dass man sich gegenseitig ermahnen soll. Wobei wir Baptisten beim Ermahnen auch nicht immer so gut fahren. Ermahnen heißt eigentlich nicht, du bist falsch und ich bin richtig. Sondern Ermahnen heißt eigentlich, ich bin schwach und du bist schwach an dieser Stelle und wir bringen es gemeinsam zu Gott. Dann steht da, dass man miteinander viel singen soll. Von der Lautstärke ist hier nichts gesagt.
Ich glaube, hier waren eher leise Lieder gemeint. Und dann soll man für alles und alle Zeit dankbar sein. Dankbar sein. Thankfulness. Dankbarkeit, das ist was Irres. Man kann ja an allem rummeckern. Wir Deutschen sollen Weltmeister beim Rummeckern sein. Wir finden ein Haar in der Suppe. Wenn überhaupt keine Suppe da ist. Wir können nörgeln und schimpfen, das ist unglaublich. Ja. Das sind die Menschen aus Afrika vollkommen anders. Die sind zufrieden, die schimpfen wie. Die legen sich nicht auf. Also sollte es anders sein, dann klärt das zu Hause. Die Amazing Grace Baptist Church ist 7 Jahre alt. Amazing Grace, a deep view song. Das ist ein Zeichen der Dankbarkeit. Ich sage das ganz oft Menschen, wenn jemand in der Familie gestorben ist. Das Leben ist jetzt erfüllt von Trauer. Aber wenn es euch gelingt, schaut dankbar zurück. Meine Mutter hat ein kleines Büchlein hinterlassen. Da hat sie reingeschrieben, das war so, sie hat mal ein Tagebuch geschrieben. Da hat sie reingeschrieben, wofür ich alles dankbar bin. Sie war 90 Jahre alt und hat zu mir gesagt, Michael, weißt du, früher kamen die Krankheiten und sie gingen irgendwann wieder. Früher kamen Krankheiten und gingen dann auch irgendwann wieder. Heute, wo ich alt bin, kommen die Krankheiten und gehen nicht mehr. Und deswegen habe ich mir das alles aufgeschrieben, wofür ich dankbar bin. Dankbarkeit ist das Atemholen der Seele. Wenn ich dankbar bin, wird das Herz frei. If you are thankful, you are free. Your heart is free. Stimmt. So, ich glaube, ich habe jetzt genug erzählt. Ich wünsche euch viel Wachstum. Dankeschön. Freundlich, barmherzig, demütig und geduldige Menschen. Mit dem Band der Vollkommenheit der Liebe umbunden. Amen. Amen.